Wir müssen noch eine Nebenmission entdeckt, und zwar die flüchtige Begegnung. Wir haben uns mit dem Edgar Edley gesprochen und werden jetzt mal die Spinnen töten. Das dürfte jetzt nicht so weit weg sein. 1500. Dann nehmen wir natürlich die Schnellreise. Ich hätte gedacht, die wären etwas näher dran. Aber scheinbar doch nicht. Wieder mal auf Abenteuertour? Okay, jetzt geht auch wieder der Besen. Der war vor uns mal kurzzeitig gesperrt. Ich weiß nicht, warum. Ich finde die Säden. Du hast zu viel Feuerwhisky getrunken. Ich würde sagen, dass Irondale... So, jetzt hier runter. Hier. Revelio. Protego. Expelliarmus. Stupro. Ich möchte aber jetzt weiter hinterlaufen. Lasst mich bitte in Ruhe. Die Höhle muss irgendwo in diesem Labyrinth sein. Ah, ist es nicht vom... Was hier wohl drin ist. Hagrid. Spinnennest. Das ist Teil 2. Incendio. Confringo. Accio. Incendio. Confringo. Die zwei Spinnen schon mal. Revelio. Warum wollen wir jetzt 200 Schritte zurück wieder? Oder ist hier der Eingang? Okay, hier ist der Eingang. Protego! Du! Incendio. Das ist schon verwirrend gewesen jetzt, ja. Protego! Stufe! Stufe! Ah, okay. Wir sind so blöd reingeflogen. Incendio! Protego! Stufe! Ich glaube, das versteckt. Ah, hier ist auch noch so eine. Incendio! Kleine Spinne. Das ist echt so gemacht. Ist das die Akromantula-Höhle, die Mr. Edley erwähnte? Harry. Große Spinne. Das ist also der Flipper. Das wäre erledigt. Jetzt muss ich das Erbstück für Milos Tochter finden. Okay. Das war jetzt mit Avada Kedavra sehr schnell erledigt. Revelio. Das Erbstück. Hier sind noch mehr Spinnen. Incendio! Confringo! Confringo! Revelio! Confringo! Ich muss Mr. Edley dieses Erbstück bringen. Ja, gut. Das war jetzt, etwas einfache Mission. Ich hätte echt gedacht, die ist ein bisschen knackiger. Aber warum denn mal nicht was Einfaches? Lies auf jeden Fall nochmal den Blick Richtung Hogwarts.
Geht man direkt Hogsmeade? Oder auch nicht? Das ist nicht möglich. Es ist ja trotzdem schade, dass man das nicht überfliegen kann. Wir hätten sie einfach so deckeln können, dass man sagt, man kann es ja wie gesagt nicht überfliegen, aber beziehungsweise überfliegen, aber nicht landen. Sieht auf jeden Fall majestätisch aus, das Schloss. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Ah, Sie sehen gar nicht so schlimm aus. Mr. Atlee, ich habe die Taschenuhr, die Milo bei sich trug. Bei Merlins Bad. Wie haben Sie... Ich will es gar nicht wissen. Eigentlich will ich nie wieder an diese Akromantula denken. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Bitteschön. Wie schön, dass Milos Tochter damit ein Andenken an ihn hat. Finde ich auch. So weit hergeholt seine Pläne auch waren, Milo war ein guter Freund. Ich werde ihn vermissen. Bitte, nehmen Sie diese Belohnung an. Für Ihre Mühen. Ich sollte jetzt gehen. Vielen Dank. Milo kann nun in Frieden ruhen. Seine Wünsche wurden erfüllt Begegnung und seine Tochter hat etwas, das sie an ihn erinnert. Und wir sehen uns eventuell in den nächsten Videos dann noch. Wie gesagt, wir müssen immer noch etwas leveln für den Hauspokal. Und das werden wir auch nachher noch machen. Und dann sehen wir uns. Bis dahin.